Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 3 und ja, ihr seht schon, da fehlt ein bisschen was. Da ist die Aufnahme leicht, ja, daneben gegangen, muss ich ganz ehrlich gestehen, zu meiner Schande. Wir haben uns zwar in Britannien wieder festigen können, aber Island ist weg. Naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Island mag zwar weg sein, aber die Northern Isles gehören immer noch uns. Island werden wir uns auch wieder zurückholen, aber das ist einfach ein Problem gewesen, weil die einfach durch die Bank weg unzufrieden waren, weil der Herrscher, der Lehnsherr, soll Herrscher von Dänemark sein. Und wir sind nicht Herrscher von Dänemark und deswegen war durchgehend schlechte Laune. Das ist ungefähr so wie hier. Weil wir hier durchgehen, auch wenn wir schlechte Laune hatten, ihr müsst aber hier das Earltum von Moray haben, oder das Herzogtum von Moray, sonst betrachten wir dich nicht als Lehnsherr. Ne? Und das ist halt so ein Ding, das ging halt durch die Bank weg. Also die mögen mich sowieso gerade eh alle nicht so ganz. Ihr seht es auch, wir haben hier so ein bisschen ein Problem mit dem Thema hier. Ich muss mal schauen, ja, wen wir hier vielleicht noch in den Rat holen können, damit er nicht mehr so ganz unzufrieden ist, fraktionstechnisch. Ich meine, den haben wir noch gefangen genommen. Beziehungsweise, nee, Entschuldigung, die keine Fraktionen beitreten können. Vergesst, was ich gesagt habe. Es geht hier nur noch um Bauernaufstand. Das hatten wir. Das ist nämlich genau der Punkt, den ihr verpasst habt. Die sind nämlich alle ein bisschen aufständisch gewesen und ein bisschen böse uns gegenüber. So, jetzt habe ich Quark erzählt. So, sorry mal dafür. Wir haben einen Haufen Geld. Das ist schon mal sicher. Wir haben ein paar neue Verbündete, die ich uns organisiert habe. Unser Spielererbe ist ein Suffkopf. Das ist jetzt mal weniger praktisch. Können wir eigentlich nur hoffen, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil das ist ein ordentlicher Gesundheitsmalus. Also, beziehungsweise es ist ein winziger Gesundheitsmalus, aber es ist nicht unbedingt gut für die Verwaltung und fürs Geschick, fürs Kampfgeschick. Anspannungsverlust ist natürlich optimal, ne? Wir wissen alle, gutes Schnäppchen oder ein Bier hilft immer, wenn es einem mal schlecht geht. Er ist sehr angespannt, denn er hat bei der Belagerung alle 4 Kinder verloren. Da wäre ich auch ein bisschen angesäuert, sage ich euch ganz ehrlich. Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen mal ganz kurz hier, also Domänenbesitz sind wir selber. Wir haben bloß zum aktuellen Zeitpunkt autonome Vasallen. Warum haben wir denn eigentlich nicht das hier? Weiß ich gar nicht, warum wir keine begrenzte Lehnsautorität hatten, ne? Das werde ich nicht checken. Ach, jetzt haben sie wieder eine Fraktion gegen uns geschaffen. Freiheitsfraktion. Aha. Da bist du also dabei. Was? Und da ist miese Laune oder was? Ja, aber irgendwas. Die Volksmeinung ist ganz schön. Angriffskrieg. Welcher Angriffskrieg war denn das bitte? Nun, da müssen wir mal schauen, was wir definitiv hier noch bauen können, fällt mir gerade so ein. Das Fürstengebäude. Und da war ich mir noch nicht so ganz sicher. Kriegsvolkunterhalt minus 6%, das ist schon sehr gut. Wenn wir wirklich hier beim Kriegsvolk weniger zahlen müssen. Steueramtsstuben ist noch besser. Ja. 10% Besitztumsteuer. 10% sind 10%, ne? Aber Kriegsfolgeunterhalt ist auch so ein Thema. Königliche Rüstkammern plus 20% Aufgebotsgrößen, das ist... Ja, ist auch nicht schlecht. Ist alles gut. Militärakademie, Anzahl Ritter, Ritter-Effektivität, Armee-Goldunterhalt minus 2,5%, ne? Das sind alles valide Gebäude. Ich wüsste jetzt gerade nicht. Das ist aber hier nur Stufe 1, gell? Mit 10%. Was können wir denn hier noch machen? 10, 15, 20%. Wird man gleich auf Stufe 3 bauen, ne? 20%. Militärakademie? Minus 5%. Ritter-Effektivität 75%. Also, Ritter-Effektivität ist nicht zu unterschätzen, ne? Stimmt, die Burg können wir auch verbessern.
Und zwar erheblich. Garnisonsgröße, schaut mal hin. Festungsstufe plus 13. Das ist, da können wir eine fette Burg hin. Ah nee, gehen wir. Festungsmauern haben wir ja gar nicht, ne? Haha! Schon was erkannt. Frage ist, erforschen wir nicht gerade Festungsmauern? Nee, noch nicht. Nee, wir erforschen gerade Erbherrschaft. Festungsmauern wäre nice. Ja, lass doch mal ganz kurz schauen. Ja, dann wäre mal vielleicht hier für die Steueramtsstuben. Die könnte man nämlich direkt... Das könnte man eigentlich machen. So, und die haben wir auch schon im Baugesetz. Versehentlich, wissentlich. Passt. Gut. Machen wir an der Stelle mal weiter. Ich frage mich immer noch, wie lange wir es durchhalten. Wie gesagt, Ironman-Modus. Wir sind schon relativ weit gekommen, aber der Kampf um die Bretagne geht weiter. Wir wurden in den Krieg gerufen, und zwar gegen den König der Bretagne. Ich meine, nicht Bretagne, Britannien. Aber der hat uns hier reingerufen, ne? Gegen, ne? Nehmen wir an. Denn wir werden ihn auch gleich in den Krieg rufen. Denn wir werden Krieg erklären, und zwar... so, Earltum von Cumberland. Ne, lass uns mal ganz kurz schauen. So, die Grafschaft von Troas. Wo ist denn die Grafschaft von Troas? Ach, da unten, da will ich doch nichts. Nee. Nee. Also hier unten will ich nichts. Aber das Earltum von Cumberland. Ach ja, meine Armeen sind ausgehoben. Da könnt ihr keinen Krieg erklären. So. Werden wir die Armeen einfach mal ganz kurz hier zurückziehen. In mein Gebiet. Und sie kurz auflösen. Machen wir mal ganz kurz Päuschen. Und dann werden wir den Krieg erklären. So, deswegen Aquitanien. Werden wir hier Earltum von Cumberland den Krieg erklären? So. Westfranken. Werden wir auch den Krieg erklären, hätte ich gesagt. So, er wird abgesetzt. Nee. Ansprüche von mir. Das Earltum von Cambridgeshire ist... Was ist denn das? Ansprüche von Prinz Simon. Alles. Oder? Er ist Halbbruder und Vasall von mir und wird danach König von Westfranken. Das wäre natürlich Knüller, oder? Frage ist... Ja, wir können ja gegen das komplette Königreich, oder? Wenn wir schon dabei sind. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir noch North Riding. So, und jetzt rufen wir erstmal unsere treuen Verbündeten. Die Frage, welcher Krieg ist nämlich der... Welcher Krieg ist jetzt der heftige? Der heftigste. So, so, Nordmann-Eroberung vom Herzogtum von Möhlen. Ja, das ist mir egal. Anspruch auf das. Der hat 4600, ne? So, und Westfranken, der hat 3400. So, North Reading kriegen wir alleine hin. Den Westfranken brauchen wir eigentlich. Also, eigentlich brauchen wir... Ihn brauchen wir bei Westfranken. So, Bayern brauchen wir ebenfalls bei Westfranken. Lothringen brauchen wir ebenfalls bei Westfranken. Und Vaihingen nehmen wir... nee, hier in North Reading können wir selber... Cumberland? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das geht auch so, ne? Das geht auch so. Wir rufen dich auch für Westfranken in den Krieg. So, dann heben wir mal alle unsere Armeen aus. Und
Schauen wir mal, ob alle mitmachen. Sieht wohl so aus, als ob sie alle mitmachen. So, dann lasst mal die Armeen ausheben. Okay, der Krieg gegen die Bretagne ist durch. Na gut. So, haben wir hier bald mal alles gesammelt? Steuererlass. Ja. Ich habe jetzt keine Lust auf Krieg, deswegen ignorieren wir das jetzt erstmal hier gekonnt. Und bewegen uns mit unserer Armee. Hallo? Armee? Dahin. Und dann organisieren wir uns erstmal alles, denn wir führen Krieg gegen Aquitanien und gegen den Rest. Das wird lustig. Wollen wir mal schauen, was wir denn hier alles einnehmen können. So, niedrige Gemeindekontrolle in Vermont. Einmal ganz kurz Päuschen machen. So, einmal mal hier bitte klären. So, dann nehmen wir das hier erstmal ein. Ist ein Befreiungskrieg ausgetreten? Ja gut, soll er halt. So, die sind jetzt hier im Krieg gegen Westfranken unterwegs. Helfen uns aber wohl auch hier gegen Aquitanien, die guten Bayern. Nehmen wir nämlich erstmal den hier ein. So, was? Forderung der Freiheit. Wer bist du? Du bist hier... da oben. Und was willst du? Muss ich mir Angst vor... Ja, dann gehen wir halt nochmal eins runter. Oh ne, habe ich jetzt aus Versehen. Oh, verdammt. Ja, also, seid ihr jetzt happy? Schön. So, das haben wir jetzt erstmal hier annulliert, das Thema. So, Aquitanien rutscht hier hoch. Ich habe ein Schreiben von König Blob von Britannia erhalten, um ihm behauptet, Earl Edgar, mein Vasall, hätte Unterstützung in einem Komplett gegen mich erbeten. Aha. Geständnis abzulegen, als er mit dem Brief von König Klüder konfrontiert wird. Es war nie... Da. So, dann haben wir erstmal hier Cumberland ordentlich eins verpasst. Ein Kriegsführungsvorzug. Söldneranwerbekosten. Ja, wir machen das, weil ich hätte eigentlich gerne noch hier diese absolute Kontrolle für die Grafschaften, bevor wir dann umswitchen. So, mein Ratsmitglied ist gestorben. Blöd. So, wer von euch taugt denn eigentlich was? Und bezüglich dem Thema mächtige Vasallen, ne? Er ist halt einfach komplett unnütz. Er ist halt gigantisch. So, und hier packen wir halt ihn rein, oder? 14? Nee. 24. Ja, was Besseres als ihn habe ich wohl nicht, ne? Super fresh sieht er nicht aus.
Und hier müssen wir dann auch bald mal runter segeln nach Westfranken. Aber zuerst möchte ich eigentlich den Krieg in Cumberland gewinnen. Wo wir uns hier mit dem Rest befassen. So, jetzt prügeln wir bei euch oder euch mal hier komplett aus dem Unternehmen raus. So, mein nächstes Ratsmitglied ist gestorben. Ihr werdet eigentlich immer das aquitanisches Kriegsbanner. Oh ja, das ist doch nice. Das sieht doch schön aus. Das ist doch nett. Das ist eine schöne Sammlung. So. Moment, wir haben den von König von Lothringen angeführten Krieg. Okay. Ich hacke alle aufständischen Vasallen ein. Ja. Nice. Freut mich. Freut mich. Super Geschichte. So, in North Reading, Cumberland. Können wir hier? Und Lothringen können wir auch noch hier in den Cumberland-Krieg rufen, ne? So, und Bayern ruft uns in den Krieg gegen was? Slavonien. Und Kempten? Carlingbad? Ja, heißt ja nicht, dass ich mitmache. Ist ja immer so dieses Thema. Machen wir mit oder machen wir nicht mit, ne? Muss ja keiner wissen. So Großmähren ist im Krieg. Ah, okay. So ein paar, paar von den Kriegen, die uns dann eigentlich egal sein können. So, wir können noch mehr Kriege erklären. Wir können Krieg gegen Bretagne. Okay. Ging das um das Momertum von Möhn. Wegen de jure Recht und Anspruch, ja, um das Earltum von Sir Gifflden. Okay. Gut zu wissen. Wir holen uns erstmal das hier. So, die Bayern hauen jetzt ab. Das war irgendwie klar. Eingang sind noch da. Können zwar nicht Auto fahren, aber... Okay, Moment. Tja, der ist wohl besser. Ich oder er, ha? So viel dazu. So, Moment, was wird verlagert? Westmoreland? Genau, dann haben wir das hier und dann können wir uns ja mal hier ganz kurz um North Reading kümmern. So, mein Hofmusikant ist gestorben. So. Wir führen den Krieg noch ein bisschen weiter. Und North Reading werden wir auch gleich. Sollte eine schnelle Geschichte sein. So, Moment. Hier, wer bist du? North Reading, du willst weißen Frieden. Nö. Wir hören hier erst auf, wenn das meins ist. So, Bayern ruft uns gegen Kroatien in den Krieg. Ja, dann...
Ein Komplott bei Hofe. Mein Radspitz ist besorgniserregend Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer ja, meine Person, und zwar mein Vasall. Der soll ermordet werden, okay. Aber der sitzt im Knast. So. Wäre das auch durch? Welchen Krieg können wir denn noch erklären? Dem können wir einen Krieg erklären? Ach so, wegen Religionskrieg. Ja. Sei drum. Und, ja, dann lassen wir mal unsere Soldaten sich hier ganz kurz wieder ein bisschen unterversorgt. Minimal. Achso, ja stimmt, der Westfranken, ne? Sind wir ja schon dabei. Können wir ja gleich alles einnehmen. Sehr geil. Der Befreiungskrieg von Slavonien, der ist uns erstmal egal, aber der Westfrankenkrieg, der ist uns nicht egal. Mein Gefangener, Bürgermeister Ginnen, ist entkommen. Das ist aber nicht nett. So, wir können den Papst um Geld bitten. Das machen wir auch sofort. Da freue ich mich riesig. Okay, da gab es eine Niederlage. Sei es drum, ist jetzt nicht so tragisch. So, Baronie, dann, ja. Machen wir mal hier fröhlich weiter. Und erobern mal Westfranken. Ja, dann sind halt ein paar Personen entkommen. Ist es so. Wir haben eine Ruhmstufe erhalten. Wir sind erhaben. Oh. Ja, das war mir vorher schon klar. Kriegsführungsvorzug. Absolute Kontrolle. So. Absolute Kontrolle ist ein besonderer Zustand der Kontrolle, aktiviert durch den Vorzug absolute Kontrolle, der anzeigt, dass der Herrscher einen eisernen Griff um die Bevölkerung hat. Immerhin, wenn die Kontrolle 100 erreicht, wird sie stattdessen als absolut angegeben und gibt zusätzliche Boni bei Steuern aufgeboten. So, jetzt machen wir aber hier erstmal Schwerpunkt auf Domäne. Schwerpunkt auf Reichtum. So, dann marschieren wir mal weiter. Und zwar hier runter. Und nehmen alles ein, was nicht niet- und nagelfest ist. So, seit Monaten gräbt TÜV Güft. Suffraganbischof von Earl Guiges. Hanebüchen, Verträge und gefälschte Stammbäume aus. Nun wagt es Earl Guiges auch noch so zu tun, als ob dies ein rechtmäßiger Anspruch auf das Earltum von North Reading ist. Haha. Vasall, Königreich von Westfranken. Ja, ja. Hättest du wohl gern, aber kannst dich drauf verlassen. Wirst hier nichts kriegen. So, mein Hofarzt ist tot. Und mein Erzeug. Ja. Alle tot. Blöd. Entscheidung. Wir brauchen einen neuen Hofarzt. Fang mal an mit der Suche. Natürlich richtig schlecht, ne? Okay, mein Vasall, Hexerei. Hexerei ist aber nicht so gut. Artefakte haben niedrige Haltbarkeit. Oh. So, kurzer Break. Die Krone hier, die müssen wir dringend reparieren. So. Mein Schwertchen, das wir aktuell benutzen.
Müssen wir dringend reparieren. Die Ketten der Lork-Dynastie, die wir aktuell benutzen, müssen wir dringend reparieren. Das ist echt teuer. Die Insignien, die wir hier nutzen, müssen wir dringend reparieren. 150 auch noch? Was muss ich denn noch alles reparieren? Meinung, Ehepartner und Prestige, ja. Herrgott. Jetzt bin ich aber pleite. Und am Königshof können wir auch noch was Neues aushängen. So viel, war mir da irgendwie schon fast klar, ne? Thronsaal. Achso, gibt es zwei neue Sachen? Eigentlich, nee, Hofbracht. Hofartefakte. Wir hatten doch was Neues. Wir hatten doch was Neues, was wir irgendwo aufhängen konnten. Stimmt, das aquitanische Kriegsbanner. So, weil das da gibt uns Prestige. Unbekanntheit. Kriegsvolk unterhalb minus 3, ne? Achso, hoppala. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr mitmachen. Das Dynastiebanner. Hofprachtbonus, Anzahl Ritter, Prestige, nee, ne? So, was habe ich jetzt eigentlich versehentlich nicht ausgestellt? Das ist doch unser Dynastiebanner, ne? Das muss dahin, genau. Ja, und so, jetzt passt das wieder. Das habe ich aus Versehen weggeklickt. Ups. So, weiter am Text. Wir können uns um die Führung des Reichs nachher kümmern. Er scheint ein schlaues Kerlchen zu sein. Er macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. So, lass mal ihn einfach mal den Job machen. Was die Zeiten und die Menschen ändern sich. Manchmal werden die uns scheinbar nächsten stehen zu Fremden. Hochkönig Eiset lächelt, mein Freund. Ich fühle mich, dass es zwischen uns keine Freundschaft mehr gibt. Ja, komm, lass unserer Engen nochmal hier eine Chance geben. Jetzt mal gucken, haben wir hier noch Fraktionen? Nee, haben wir nicht. Ja, du musst Armee organisieren, das geht so nicht anders. Ihn müssen wir mal ein bisschen beeinflussen, dass er uns ein bisschen mag. Ist mal dringend notwendig. So, die Bayern kommen auch wieder. So, und wir rutschen mal hier weiter und nehmen fröhlich weiter den Rest ein. Hofpracht Stufe 10. Moment. Eines Nachts wache ich auf und spüre, dass jemand auf mir sitzt. Das ist kein sinnlicher Traum. Der geistesgestörte Mönch, der in meinen Thronsaal eingebrochen ist, hält mir ein Skalpell an die Kehle. Wenn ihr uns daran hindert, den Kopf zu suchen, könnten wir uns auch mit euren mit dem euren Begnügen. Er ist so schön rund. Über welche Mönche lasst ihn in den Kerker schmeißen? Kampfgeschick, Herausforderung. Ihr werdet teilweise enthauptet. Teilweise? 16%, 66% verwundet, entstellt. Mögliche Ergebnisse 100%. Über welche Mönche lasst ihn in den Kerker? Ja. Einmal Pause. Das ist der Suffragant von Bischof von Graf Ehrenfried und König von Deutschland. Eine Fraktion wurde gegen uns geschaffen. Die norwegischen Populisten? Ne, was? Wo kommen die her? Ach, von da. Was wollen die? Äh.
will Unabhängigkeit. Warum wollt ihr die Unabhängigkeit? Weil ich nicht euer rechtmäßiger Lehnsherr bin. Königreich von Norwegen. Ja, könnt ihr gerne versuchen. Wird nichts werden. Das kann ich ja jetzt schon sagen. So, ja, Hof halten. Ich weiß, ich möchte auch Hof halten, aber... So, mein Sohn hat eine Tochter. Das ist sehr schön. Einmal kurz Päuschen. Wir können den Titel... Salihit. Salihit Herzogtum. Okay. Kriegen wir, was kriegen wir dann? Muss ich mal ganz kurz drauf gucken. Ach, da kriegen wir das hier mit. Das Salihit Herzogtum, Herzogtum von Northumbria. Träger Jarl Tratmut. Okay, cool. Dann kriegen wir nämlich den Block von Aquitanien da gleich mit. Finde ich sehr gut. Und ich glaube, in Kürze haben wir den Krieg mit Westfranken auch beendet. Und haben einen Halbbruder auf den Thron gehievt. So, du bist mein Vasall, aber du magst uns nicht. Schauen wir mal, ob du uns vielleicht bald mehr magst. So, Fraktionen haben sich aufgelöst. Das ist sehr gut. 75%. Ich glaube, wir haben bald den Krieg gewonnen gegen Frankreich. Ah. So, die Nordmann-Armee. Eine Bretagne. Ah ja, warum nicht? Ich denke nicht, dass der irgendwas großartig hat. Seht ihr, der hat sowieso nichts. So, komm. Müsste doch eigentlich reichen für 100%. Ja, noch nicht ganz. So, Lothringen will, dass wir gegen Savoy in den Krieg ziehen. Dem sind wir weder verbündet. Aber wir nehmen es mal an. Wie gesagt, sagt ja keiner, dass wir mit ihm kämpfen müssen. So, und dann befördern wir uns nämlich nochmal hier runter und nehmen hier unten noch was ein. Und das sollte dann hoffentlich eigentlich ausreichend sein für den Gewinn des Krieges. Und dann haben wir nämlich auch eine Möglichkeit, unseren Halbbruder zu bitten, dass wir nämlich hier die ganzen Sachen hier übernehmen. Hoffe ich zumindest. Dass wir hier die falsche Entscheidung getroffen haben. Und dann müssen wir erstmal wieder ein bisschen Ordnung und Stabilität in unser Reich bringen. So. 96, komm. So, Prinz Simon, er wird unabhängig von Irland. Die Wehr hat ein schwaches Druckmittel gegen ihn und 300 Ruhm. So. Jetzt werde ich ihn nämlich... Könnte seine Titel beanspruchen, aber eigentlich will ich meine Armee wieder zurück. Und wir müssen unseren Ratsspitzel erneuern.
Ja, haben wir denn noch irgendeinen mächtigen Vasall, der einen Ratsposten erwartet? Ja, er erwartet was. Könnte ich ihn hier hinpacken? Dann ist er zumindest mal happy. So, und er hat 11. Das ist halt nicht wirklich viel. Ja, da müssen wir echt mal schauen. So, kommen erstmal die Armee zurück. Können wir unsere Armee an der Stelle mal ganz kurz auflösen. Pause machen. Mein Freund ist gestorben. Herzog Eochan. Okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Also auf jeden Fall mal keiner mehr übrig zum aktuellen Zeitpunkt, der uns irgendwie nervt. Wir können Nachbarn zu Vasallen machen. Das ist erstmal sehr interessant. Und zwar den Earl von... Oh, wieso gehört das? Ach, verdammt! Ich Depp! Echt jetzt? Ist das jetzt hier Frankreich? Och, ich habe nicht aufgepasst. Der hatte ja das hier hinten. Das hätte ich ihm vorher nehmen müssen. Das ist jetzt Frankreich. Der Arsch von Irland gehört zu Frankreich. Verdammt. Habe ich nicht aufgepasst. Wer bist du? Sorry. So, vasalisiert. Kann ich euch auch vasalisieren? Wobei das hier können wir ja mit 250 Gold selber übernehmen. So, erstmal den Papst. So, jetzt haben wir nämlich das gemacht. Der Haupttitel von jemandem, der im Krieg kämpft, kann nicht übernommen werden. Ja, okay. Ja, ja, ist okay, okay. Das kriegen wir noch hin, das kriegen wir noch hin. Ach was, und dem sein Hauptsitz ist sogar da oben. Wer ist denn der Haupterbe? Mein Neffe ist der Haupterbe. Ist denn eigentlich in der französischen? Enkel von König Simon. Das ist mein Neffe? Krass. Wir müssen mal mit unserem Halbbruder sprechen. Was wir denn hier machen können? Der hat jetzt halt ordentlich Verbündete und ordentlich Zeugs, ne? Ach, verdammt. So, wir werden erstmal Hof halten. Und da muss ich erstmal drüber nachdenken, wie wir jetzt am besten vorgehen. Herrgott. So, mein Ratsspitzel steht mit besorgtem Blick vor mir. Das verstehe ich. Ein Teil von unserem Land ist jetzt auf einmal Frankreich. Mein Fürst, meine Cousine Bebin ist der Grund, dass ich hier bin. Verwandter Herzog Augustin von euch hat sie aus trivialen und absurden Gründen eingekerkert. Ja, der mag uns eh nicht, ne?
So, die nächste Bittstellerin ist offensichtlich fremd an diesem Hof. Zumindest habe ich sie zuvor noch nie gesehen. Und die Blicke von Ratsmarschall Edoken ruhen ebenfalls auf ihr. Mein Fürst, ich bin gekommen, um zu erklären, dass das Volk von Earltum von Teviodale sich weigert, die Steuern zu zahlen, die ihr von uns erhoben habt. Aha. So, die Kontrolle ändert sich. Steuerrevolte. Blöd. Ja, die Frage ist, ob das jetzt ein bisschen besser wird, ne? Oder ich krieg eine Steuerrevolte. Die Kontrolle ändert sich um plus 20, ihr habt 100 Diplomatie, meisterhafter Verhandlungsführer. Oh, Glück gehabt, das lief doch mal ganz gut. So, der Herzog, Arme ausbreiten, es herrscht einen Augenblick lang Stille. Dass er damit an der Reihe ist, sich an mich zu wenden, mein Lehnsherr, sagt er und verschafft sich damit etwas kostbare Zeit, um seine Gedanken zu ordnen. Gute Anzeichen für einen lebendigen Hofstaat. Aus diesem Grund möchte ich jemanden vorschlagen, der einen großartigen Hofnarren ergeben will. Ich würde Earl, der bis eben noch an der Seite stand, meldet sich zu Wort. Ein Hofnarr wird die lukultivierte Luft dieses Hofes ruinieren und seine Raffinesse durch groben infantilen Humor ersetzen. Er hat 1200, er hat 900. Und er ist Nanit. Ich möchte, dass er mich mag. Perfekt. Und nein, ich möchte nichts finanzieren zum aktuellen Zeitpunkt. Wir müssen uns darum kümmern. Einmal lesen, ihr habt etwas, das rechtmäßig mir gehört. Was willst du denn? Das Marmorzepter? Kannst du vergessen. Das nicht drin, mein Freund. So, und mit der Bretagne muss man auch noch ein Hühnchen rupfen. Aha, ja. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich dieses Frankreich-Dilemma jetzt klären soll mit meinem Halbbruder. Den ich hier irgendwie zu einer der mächtigsten Personen gemacht habe. Aus Versehen. Ich könnte eigentlich versuchen, wer steht denn eigentlich in der Erbnachfolge? Wenn ich die alle umbringe, werde ich dann nicht automatisch König von Frankreich? Das ist die Frage, ne? Ich meine, er ist sowieso nicht so frisch. Kann ich ihn nicht umbringen? Das ist doch optimal. So, bringen wir erstmal ihn um und dann den Rest. Ja, gut, meinen Gefangenen kannst du gerne umnieten, das ist mir egal. Ja. War mir irgendwie schon klar, dass ich meinen Spielererbe und Sohn irgendwann totsaufen wird. Aber ich hab toll hingekriegt. So. Einmal Kommando zurück, wer ist jetzt der Spielererbe? Mein anderer Sohn. Klasse. Taugst du mehr? Er ist schüchtern, er ist ungeduldig und er ist unersättlich. Immerhin ist er kerngesund und schlau. Ich bin 65. Taugt er mehr? Ruhig, tapfer. Oh, der ist ja bombastisch. So, kann ich ihn nicht zum Gelübde auffordern? Mit wem ist er eigentlich verheiratet? Bringt die uns irgendwas? Nö. Fordern wir ihn einfach zum Gelübde auf. Wir haben sogar noch ein Druckmittel gegen ihn. Lässt sich scheiden, gewinnt Meinung. Wird nicht annehmen. Warum wird er nicht annehmen? Er wird das nicht akzeptieren. Tja. Muss ich ihn enterben?
150. Zu teuer. Neuer Erbe. So, wir können das hier erstmal gar nicht machen. Und mein anderer Erbe, der kriegt alles. Perfekt. So, ein Problem weniger. Hätten wir das schon mal geklärt. Ich versuche in der Zwischenzeit meinen Halbbruder umzubringen. Und wir sollten ein Festmahl arrangieren. Damit ich wieder ein bisschen entspannter werde. Ja, das definitiv. Wiederbelebte Freundschaft. Perfekt. Das hilft. Moment. Bei meinem Vorhaben, den König, habe ich Folgen in Anspruch genommen, der, wie sich rausstellt, so etwas wie eine Enzyklopädie ist, wenn es um Sprachen geht. Sein umfangreiches Wissen über eine Reihe von Dialekten half dabei, einen Code zu erstellen, von dem er behauptet, er wäre nicht zu knacken. Man bräuchte nicht nur einen meisterhaften Kryptografen, sondern müsse auch die Feinheiten der bretonischen Grammatik und die hochdeutschen Sprichwörter verstehen und gleichzeitig die vulgär-deutsche Wortstruktur im Auge behalten. Super. Klasse. Wenn sich alle wohlfühlen, bin ich happy. Und jetzt werden wir von Feigen in den Krieg gerufen. Wir haben 3600 gegen Deutschland. Das setzen wir mal aus. So, 150 und meine Frau, Haushaltsbemühungen, direkter Vasalmeinung, Höfling, Gastmeinung. Oh ja, das nehmen wir. Alle Gäste gehen, alle sind super happy. So, wir haben Einfluss gekriegt. Funktioniert das eigentlich? Mag der uns mittlerweile? Ja, der mag uns. Können wir hier noch welche einladen? Höfling, Vasallen, Frage ist, er kostet nur 75. Er kostet 150. So, einen Moment. Goldene Pflichten. Ihr könnt für Druckmittel Bezahlung verlangen. Ja. Sehr gut. Lass mal schauen. Wird das hier ein bisschen schneller? 15 Monate. Die sind alle sehr teuer. Die sind wirklich sehr teuer. Können wir das hier eigentlich endlich machen? Ne, die ist immer noch im Krieg, oder? Ja, aber das ist hoffentlich bald vorbei. Dann können wir das nämlich endlich mal machen. Wir können Kriege erklären. Der Herzog Blubbelblub von Blubbelblub. So, du bist schlau. Ja, soll ich dich... Der hat aber 29. Wirklich? Muss ich ihn echt austauschen gegen diese Nulpe? Super nervig. Wir können Zahlungen verlangen. Und zwar eine Menge. So, das ist mein Ratsmarschall. Westmoreland. Ja, du darfst auch zahlen. So, das ist nur eine ganz nette Summe, die wir da zusammengekriegt haben. Hätte ich gesagt. Wir werden Titel erben. Wir können auf jeden Fall noch einen neuen Titel erklären. Übernehmen, wenn das endlich mal der Fall ist und die endlich hier fertig sind. So, ein Agent wurde aus dem Komplott entfernt. Sie ist gestorben. Das ist aber blöd. Da
Das schmeißt uns jetzt ordentlich zurück. Und hat der sich eigentlich schon... Oh, das ist jetzt super. 9 Monate bloß noch. So, das setzen wir mal aus. Vor 2 Jahren versprach ihr mir, mich in meinen Kriegsbemühungen zu unterstützen, und doch habt ihr bislang nichts getan, um mir mit diesem Unterfangen beizustehen. Ich werde umgehen, meine Truppen... was, wenn ich nicht bin? 12 Monaten verliere ich eine Ruhmstufe und setze mein Bündnis aufs Spiel. 270? Wir beenden unser Bündnis. Ja, wir setzen 150 an. Ja. Mir doch egal. Kannst machen, was du willst. Ihr könnt Kleinkönigin Bevorwin vassalisieren. Ja, wo ist die denn? Von Mercia? Sehr schön. Titel können geschaffen werden. Königreich von England. Sehr schön. Sehr schön. So, warten wir nochmal ganz kurz. Die müsste eigentlich gleich mit ihrem Krieg fertig sein. Perfekt. Dann können wir nämlich das hier jetzt schaffen. So eine gefährliche Fraktion hat sich geschaffen. Was ist das denn hier? Unabhängigkeitsfraktion. Und warum? Ihr mögt mich nicht. So, das Herzogtum von De Heubart. So, das haben wir jetzt auch geschaffen. Jetzt haben wir hier zu viele Herzogtümer. Jetzt lasst uns einfach mal schauen, wer denn von diesen ganzen Herzogtümern profitiert. Und dann können wir hier vielleicht das eine oder andere... So, wir können das... König, ne? Königreich von England. Können wir schaffen. Wir haben exakt genügend Gold. Das machen wir zuerst. Euer Kriegstopp nutzt Herzog und seine unterstützte Fraktion unabhängig weiterhin jede Gelegenheit, um ihre Ziele durchzusetzen. Das Schlachtfeld kostet mich täglich Truppen und Gold und ich muss mir überlegen, welche Optionen mir bleiben. Wir kerkern ihn ein. Dann bezahlen wir doch einfach was. Wir sind vorübergehend verschuldet, aber wir können ein paar Sachen hier definitiv loswerden. Und zwar Punkt 1. Königreich von England. jetzt die Frage, können wir eigentlich unter Entscheidungen schon Britannien zurückerobern? Ihr kontrolliert die Region von Britannien vollständig? Nein. Noch nicht. Noch nicht, aber fast. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier alles wieder so ein bisschen hinbekommen. Und ich muss die Herzogtümer aufteilen. Und dazu fangen wir erstmal mit De Heubart an. Wer hat denn Anspruch auf De Heubart? So. Sie hat einen Anspruch. Sie hat einen durchgesetzten Anspruch. Und das ist mein Erbe. Und wer von euch ist in der Fraktion mit drin?
Der Herzog von Galloway. Ja, dann hätte ich gesagt, Herzog von Galloway, machen wir dich doch zum Kleinkönigreich von De Heubart. Ne? So, das würde ihn super happy machen. Hätten wir das schon mal geklärt? So, Northumbria. Wer ist denn Anspruchsteller auf Northumbria? So, die gehört da unten hin. Das ist mir sowas von egal. Wo gehörst du hin? Auch da unten. So, dann lass uns doch einfach mal schauen, wer denn in der Fraktion drin ist und dort sitzt. Herzog von Moray, ja, der ist mir ein bisschen zu groß. Earl Westmoreland. Machen wir dich zum Kleinkönig von Northumbria. Bist du immer noch sauer wegen der Hofnarr-Geschichte? Ach, er hat Hass auf uns. Hm, naja. Das dürfte sich bald von alleine legen. So, Alster halten wir noch. Und Munster halten wir. Und Lothian. Wer hat Anspruch auf Lothian? Ihr beide habt Anspruch auf Lothian. Problem ist, der Herzog von Galloway, der ist mir schon fast zu stark. Bei ihm fände ich das irgendwie so ein bisschen passender aufgehoben. Oder bei ihm hier. Der ist aber auch relativ stark, ne? Aber kommen wir sind wir mal nicht so. Der mag er uns nämlich. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz schauen. 140. Ja. Oh, boah, das Komplott wurde bloßgestellt. Na, ganz toll. Suboptimal. Ja, wir können, glaube ich, gerade nichts Neues vasalisieren, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Ja, passt schon. 30 ist, ich nehme 30. Das nehme ich auch. Schwaches Druckmittel. Sie hat nicht genügend Geld. Und er hat auch nicht genügend Geld. Dann lohnt sich's nicht. So, mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Und zwar der Kollege von Northumbria erwartet einen Posten. Ja, dann müssen wir uns erstmal hier schauen, dass wir ihn hier. Das ist Nanit. Das ist Herzog Dunuken. Wenn wir euch hier tauschen und dich werden wir gegen ihn austauschen, dann ist er nämlich hoffentlich super happy. So, Neffe wurde in der Schlacht erschlagen. Ja, blöd. Und, ja, wir werden Titel erben. Das ist schön. Und jetzt lass mal schauen, was werden wir denn eigentlich alles erben? Nichts wird verloren gehen. Das ist schon mal gut. Er ist auf jeden Fall jung. Und er ist verbündet mit Prinz Aymar von Frankreich. Klasse. Das wird uns super viel bringen. Und zwar so gar nichts.
So, der mag uns. Und das hier ist katastrophal. So, jetzt haben wir das hier. Genau, komm, buckeln. So, hat sich auch angeschlossen, das ist schön. Nun, er muss mich jetzt eigentlich nicht mehr mögen. Das können wir aufgeben an der Stelle. Lasst uns mal in den Rat schauen. Der mag uns, der mag uns, der mag uns. Es wäre sinnvoll, wenn er uns mag. Nee, Artefakt schenken nicht. Aber er sollte uns mögen. Sonst stehen wir nämlich ganz blöd da. Und ich muss ganz dringend schauen, dass wir den Anspruch hier... Ich kann ihm keinen Krieg erklären, weil wir ein Bündnis haben. Das ist sehr unpassend. Exkommunikation kann ich nicht erbitten. Ja, und wir sind verschuldet. Aber nicht mehr arg lang. Nun gut. Kriegen wir noch die Chance? Ups. Von seinen eigenen Untertanen. Könnte das nur passieren? So, wer ist denn jetzt hier in der Reihe? Es sind noch eine Menge Leute in der Reihe. Natürlich sehr unpraktisch. Aber wir können keinen Krieg erklären. Noch nicht. Titel beanspruchen. Wir hätten einen feingelassenen Titel auf das Königreich von Frankreich. Wie viel hat er eigentlich an Truppen? Er hat ja kaum Truppen. Ja, dann machen wir das doch. Ich meine, das sind mir die 150 wirklich wert. Er verliert zwar 50 Meinung von uns, aber... Der Ländenschutz Christi wurde verdichtet. Oh, verdammt. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Konnte mir das nur passieren? Da müssen wir ja gleich mal schauen an unserem Hof, ob wir da noch irgendwas Neues ausstellen können, oder? Ah nee, die Sachen haben wir ja schon ausgestellt. Seht ihr, dann passt wieder. Ja. Dann haben wir das jetzt gemacht. Wir haben einen Anspruch erklärt und so müssen wir eigentlich nur mal warten, bis wir hier wieder im Plus sind und genügend militärische Stärke aufweisen. Wobei danach natürlich noch mal ein bisschen was schauen müssen. So, de jour. Nee, Moment. Wir machen das anders. Wir machen Gemeindeentwicklung. Wir machen hier schön Gemeindeentwicklung und immer schön Ordnung schaffen. Du machst Komplotte stören. Während wir versuchen, dich gern zu haben. Du könntest Titel eingliedern. Zieltitel wird de jour meines Haupttitels. Können wir hier nicht machen, ne? Dann konzentriere dich doch einfach mal auf heimische Angelegenheiten. Ja, heimische Angelegenheiten klingt gerade gut. Direkte Vasallenmeinung, das könnten wir jetzt ganz gut gebrauchen. Müssen wir hier noch eine Gemeindebekehrung durchführen? Wir haben hier noch Inselchristliches. Ja, dann mach mal hinten. Und der Rest? Ja, den können wir erstmal so lassen an der Stelle. So, unzureichende Kontrolle verloren, das ist auch schon mal schön. Dann kriegen wir hier vielleicht mal endlich wieder ein bisschen Ordnung zusammen. Wenn ich jetzt mal hier reinschaue, Volksmeinung ist noch ein bisschen niedrig. Die könnte ein bisschen besser sein. So, wir können auf jeden Fall schon was Neues vasalisieren. Lancaster.
Schön. Haben wir das auch schon mit drin? Und Lancaster, da ist der Haupterbe. So, wer bist du? Der König von Aquitanien. Dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, das hier jemand anders zu übergeben. Kann ich den Titel Lancaster... müssen wir mal ganz kurz hier schauen. In die Gesamtübersicht. So, das ist Alba da hinten, das ist England. Ne? Da müssen wir hier innerhalb von England mal gucken. Herzogtum von Lancaster. So, können wir das hier nicht irgendwie an jemand anders übergeben? Nee, ne? Können wir nicht. Ja. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie wieder zurück. So viel ist mal sicher. So, gefährliche Fraktion. Was ist das jetzt hier? Schon wieder eine Unabhängigkeitsfraktion. Warum wollt ihr eigentlich schon wieder eine Unabhängigkeitsfraktion sein? Warum seid ihr eigentlich so böse? Ich hab euch doch gar nichts getan. So, was hast du für ein Problem? Die Frage hier war, was hast du für ein Problem, ne? Was möchtest du? So, nicht... Ah, Herzogtum von Kent. Das Herzogtum von Kent halten, genau. So, und er mag mich nicht, weil er uns einfach nicht mag. Er macht einfach nur mit, weil er geil drauf ist. Und ihm geht's um das Thema Königreich von Norwegen. Die Northern Isles. Tja. Könnte ihm ja theoretisch gesehen Vasallen wandeln. Wäre das vielleicht auch bei ihm eine Option? Würde es ihn glücklich machen, wenn ich ihm Ratsrechte nicht, aber Titelaberkennungsrecht geschützt? Und wir ihm seine Aufgebote reduzieren. So, das wäre doch eine Option, oder? So, keine Sonderwanne, Mark, Sonderwanne, Armeegoldunterhalt. Für ihn gelten wird der Vasall einen Bonus zu seinen Aufgeboten auf seine Verteidigung erhalten. Dafür zahlt er 50% weniger Steuern als seine Feudalsteuer. So, 5% weniger. Das Recht, neue Münzen zu prägen und zu verwenden, seine Entwicklung wird auf Kosten seines Lehnsherrn gefördert. Wir lassen das so und machen das so und du kriegst ein Titelaberkennungsrecht. Ja. Die Frage ist, ob er damit einverstanden ist. So, und was ist mit dir? Du bist unzufrieden, warum? Weil... Bist du auch Teil der Fraktion? Nee, bist du nicht. So, dann würde ich aber gerne erstmal ihn. So, dann machen wir die mal happy. Und dann warten wir einfach mal, wie sich das jetzt gleich weiterentwickeln wird. Der Papst mag uns gerade gar nicht. Das ist sehr doof. Müssen wir auch noch hinkriegen. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind gleich wieder im Plus. So, das ist schon mal sehr schön. Leute, wir können wieder Kriege erklären. Und zwar hier gegen Ostanglien. Und zwar können wir jetzt Kriege erklären gegen alles, weil wir das Königreich von England, genau, dagegen können wir auch noch Krieg führen, und zwar das Scheichtum von Emthic.
sowie um die Eroberung von Bernica und so meine De Jure-Grafschaften erobern. Oder meine Ansprüche. Königreich von Frankreich. Das, meine Freunde, würde uns aber sowas von nach oben katapultieren. Er hat praktisch gesehen nichts, um sich dagegen zu wehren. Wir hätten zumindest Bayern. Wir müssten nochmal schauen, dass wir hier noch einen saftigen Verbündeten mit dazu kriegen. Und dann könnten wir ihm den Krieg erklären und würden uns nicht nur das hier schnappen, was gar kein Thema wäre, das Königreich von Britannien. Nein, wir könnten sogar noch das Königreich von Frankreich mit dazu bekommen. Und damit würde sich Irland über halb Europa erstrecken. Oder zumindest über den kompletten Teil hier drüben. Oh, ich habe Pläne für die nächste Folge. Deswegen an der Stelle machen wir mal Schluss. Wir machen einen Cut hier. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo oder ein Like da. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir versuchen, diesen Traum wahr werden zu lassen, von dem ich euch gerade erzählt habe. Ja, danke fürs Zuschauen. Abo und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.